Herzlich willkommen bei Moment mal. Mein Name ist Amita Pressl und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Jährlich nehmen sich in Österreich mehr als doppelt so viele Menschen das Leben, wie durch Verkehrsunfälle tödlich verunglücken. Es sind 3 bis 4 Menschen jeden Tag. In Krisensituationen wie in der Pandemie führt das natürlich zu der Befürchtung, dass diese Zahl noch steigen könnte. Das hat sich bisher zum Glück nicht bewahrheitet. Ob dieser Anstieg noch kommt und vor allem, wie sich Suizide auch in Zukunft vermeiden lassen, das bespreche ich heute beim Moment mal mit meinen Gästen. Das ist einerseits Golly Mabo, er ist Autor, Medienexperte und Betroffener. Hallo, grüß Gott. Sowie mit Dr. Thomas Niederkrotenthaler, er forscht an der Medizinischen Universität Wien zu Suiziden und zu psychischer Gesundheit. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Herzlichen Dank. Ich würde gerne anfangen und Bilanz aus der Krise sozusagen ziehen. Herr Dr. Niederkrotenthaler, zu Beginn der Covid-Krise war ja die große Befürchtung da, dass sich das diese Unsicherheit, aber eben auch die gesundheitliche Gefahr massiv auf die Psyche der Menschen auswirken wird und dass auch in letzter Konsequenz die Zahl der Suizide steigen wird. Das hat sich jetzt zum Glück nicht bewahrheitet. Man sieht in manchen Ländern sogar einen Rückgang. Warum? Wie Sie sagen, wir hatten also von Anfang an, von März, April, schon den klaren Eindruck, dass das auf jeden Fall lange dauern wird, dass das eine massive Belastung ist für die Psyche, wie ja auch jeder individuell feststellen konnte, sehr schnell. Und somit die Frage, steigen hier die Suizide oder bleiben sie vorerst unverändert? Eine ganz wichtige Frage für die Suizidpräventionsforschung damals und auch jetzt. Und wir haben natürlich auch die unmittelbaren Auswirkungen gesehen auf die Suizidprävention, sprich Personen, die Krisenintervention brauchten, konnten nicht ins Kriseninterventionszentrum kommen. Solche, die eine psychiatrische Behandlung zum Beispiel brauchten, konnten nicht einfach in die Ambulanz gehen oder sie fürchteten sich. Teilweise waren auch Aufrufe, dass man das nur macht, wenn es dringend notwendig ist. Somit haben wir sehr früh gesehen, dass es massive Auswirkungen hat auf die Prävention. Es wurden dann auch Anpassungen gemacht, das heißt, es wurden Krisentelefone ausgebaut, Online-Angebote ausgebaut und das ist sicher eine der großen Lehren aus dieser Krise, wie dringend wir wirklich diese Online-Angebote brauchen. Auf der anderen Seite war es unklar, ob gerade Menschen, die eben eine klare Struktur brauchen, was zum Beispiel auch im Rahmen einer psychischen Erkrankung sehr, sehr wichtig ist, ob die diese Angebote auch wirklich annehmen können. Und somit eben die Frage, wie wirkt sich das auf die Suizide aus? Wir haben da sehr wenig Erfahrungen aus der modernen Zeit, aus der spanischen Grippe. 20er Jahre USA wusste man, dass die Suizide damals anstiegen. Gesundheitssystem, soziales System, alles vollkommen unterschiedlich zur jetzigen Situation. Aber wie Sie gesagt haben, wir sehen jetzt mit den Daten von 2020 in Österreich, aber auch international, dass die Suizide konstant geblieben sind und in Österreich sogar um 4% zurückgegangen sind, was also dem Trend der Vorjahre entspricht. Jetzt ist es natürlich so, die Frage nach dem Warum, die Sie gestellt haben. Nun, wir sehen auf der einen Seite sehr wohl eine massive psychische Belastung. Wir haben da auch an der Meduni Wien eine große Studie durchgeführt, über die ich Ihnen dann vielleicht auch noch erzählen kann, wo man das ganz deutlich sieht, wie massiv die Belastung ist und wer davon betroffen ist. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass der Suizid oft nicht in der ersten Phase einer Krise wirklich die größte Gefahr ist. Wir haben in der ersten Phase der Krise, wir sprechen von März, April 2020, auch viele Solidarisierungsphänomene gesehen. Vielleicht erinnern Sie sich in Stiegenhäusern, wo jüngere Bewohner aufgehängt haben, dass sie für Ältere einkaufen gehen. Da zeigt sich also eine gewisse Solidarisierung trotz dieses Social Distancing und auf der anderen Seite auch politische Maßnahmen, sprich Maßnahmen, dass psychosoziale Angebote anders angeboten werden können. Und wir hatten hier auch einige wirkliche Erfolge. Zum Beispiel haben meine klinischen Kollegen für viele Jahre dafür geworben, dass es auch auf Skype und via Krankenschein Psychotherapie geben kann. Das gab es dann mit dem Beginn der Krise. Also hier wurde auch Wichtiges neu geschaffen, wo wir hoffen, dass das nach der Krise bleibt und auch ausgebaut wird. Andererseits auch Arbeitsmarktprogramme. Wir wissen in der Suizidprävention, dass vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit mit Suizidalität assoziiert ist, mit Suiziden. Da wurde auch viel gemacht. Und wenn Sie jetzt auf die Frage kommen, wie wird das in Zukunft sein? Es wird sehr davon abhängen, was wir jetzt für Regelwerk schaffen, um auch langfristig solche Angebote zu machen. Denn
die kurzfristigen Auswirkungen der Krise auf die Psyche werden vielleicht manchmal überschätzt, die langfristigen jedoch, so ist unsere Einschätzung derzeit, werden unterschätzt, speziell wenn es eben um Armut, Ungleichheit und Arbeitsmarktproblematiken gibt. Also Sie sagen sozusagen, der Suizid ist vielleicht in der ersten Phase einer Krise gar nicht so sehr das Thema. Die kurzfristigen Belastungen, die ja da waren, das hat man gesehen aus diversen Studien. Die Menschen waren sehr wohl psychisch belastet, aber es hat einen Solidaritätseffekt auch gegeben. Und zu der Sorge, dass die langfristigen Folgen noch auf uns zukommen könnten, auch was die psychische Gesundheit betrifft, zu der kommen wir noch. Herr Mabo, Sie schreiben in Ihrem Buch Notizen an Tobias, das wir auch hier heute mitgenommen haben, dass die meisten Menschen sich im Mai das Leben nehmen, wenn es Frühling wird, wenn die Welt wieder aufblüht, wenn das Leben wieder losgeht, wenn man wieder draußen sitzen kann. Da wird die Einsamkeit für jene Menschen, die darunter leiden, noch größer, die Angst, die Depression noch größer als sonst. Das ist auch der Punkt, warum wir heute hier sitzen, den Sie mit mir geteilt haben, weil Sie gesagt haben, Sie haben die Sorge, dass jetzt, wo das Leben wieder losgeht, eben jene, die gefährdet sind, besonders betroffen sein könnten. Vielleicht können Sie kurz Ihre Geschichte mit uns teilen, kurz erzählen, was Sie zu dieser intensiven Auseinandersetzung auch mit dem Thema geführt hat. Mein Sohn Tobias hat sich vor 2,5 Jahren das Leben genommen. Und das, obwohl wir eigentlich einen sehr lebendigen Austausch miteinander hatten. Und wie man so sagt, ein gutes Vater-Sohn-Verhältnis und er auch eingebunden war in den Großfamilienverband. Nichtsdestotrotz, und da bin ich dem Thomas Niedergrottenthaler sehr dankbar, dass er gleich auf die materiellen Probleme der Menschen hingewiesen hat, war es so, dass er als Künstler zwar sehr fleißig war, jeden Tag in der Früh aufgestanden ist, viel gearbeitet hat, aber trotzdem die Wertschätzung außerhalb der Familie nicht so ausreichend war, dass er gut davon hat leben können. Und jetzt hat diese Traurigkeit darüber, dass er sich selbst nicht erhalten kann, dazu geführt, dass er depressiv wurde. Und wenn dann ein Mensch, wie das leider bei meinem Buben der Fall war, dazu neigt, psychotische Schübe zu entwickeln, hat er dann aus dieser Depression folgend leider auch diesen letalen Schritt getan. Ich selber habe das damit bearbeitet, dass ich ein paar Tage nach seinem Tod begonnen habe, an ihn Notizen zu schreiben. Das ist natürlich einerseits eine selbsttherapeutische Maßnahme, so wie man ein Tagebuch schreibt. Das war aber auch von dem Gedanken getragen, ich weiß ja nicht, ob ihn da im Himmel oder wo auch immer er jetzt ist, noch alle wichtigen Informationen erreichen. Weiß er noch, wie der Kader von Rapid ausschaut? Weiß er, wie die Wahlen ausgehen? Und da habe ich mich verpflichtet gefühlt, ihm ein paar Dinge und Gedanken zu schildern. Neben diesen trivialen Aspekten ist es aber viel mehr. Es war natürlich eine Bestandsaufnahme, wo habe ich vielleicht etwas übersehen, welche Signale haben wir nicht erkannt und wie können wir jetzt etwas dazu beitragen, dass Menschen in ähnlicher Situation früher bemerken, dass man sich Hilfe suchen muss. Und eines noch hier zu Ihrer ersten Frage. Der Tobias hat uns einen wunderschönen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem es nur voller Liebe über die Familie und seine Verwandten auch einen Gedanken gibt, der mir sehr wichtig ist, dass er von dort, wo er jetzt ist, auf seine Nichte aufpassen wird, auf seine Nichte Alma. Und das war sehr tröstlich, weil er damit vermittelt hat, dass es in seinem Selbstverständnis nicht vorbei war. Also wenn es für ihn nicht vorbei ist, dann ist meine Beziehung zu ihm natürlich auch nicht vorbei. Und jetzt nehme ich das zum Anlass, um zu versuchen, dass wir über psychische Gesundheit und Suizidalität viel mehr reden in unserer Gesellschaft. Zu den Antworten auf diese Fragen, was kann man tun, was muss man Menschen mitgeben, worauf muss man achten, das sind ganz wichtige Punkte, zu denen möchte ich noch kommen. Ich würde Sie zunächst gerne fragen, Herr Dr. Niedergrottenthaler, wissen wir denn empirisch auch oder datenbasiert mehr darüber, warum dieser Anstieg im Frühling, was sind da die Motive und haben Sie die Sorge, dass es jetzt eben, wo die Krise quasi aufhört, wo die Normalität langsam wieder zurückkehrt, zu einem Anstieg kommt? Also diesen Frühlingsanstieg, den sehen wir sehr konstant. Jedes Jahr ist er sichtbar in den Daten. Es handelt sich um einen relativ kleinen Anstieg statistisch gesehen. Also es geht da um circa so 10%. Aber wenn man sagt, jeder Suizid ist einer zu viel, dann sind natürlich 10% auch wieder eine beträchtliche Ziffer. Wir sehen das sehr konstant auf der gesamten Nordhalbkugel eigentlich, nicht nur in Österreich.
Und das ist immer so im Mai, Juni, dass da die höchsten Werte sind. Es ist so, dass das jetzt zusammenkommt mit einer Phase, wo die Krise vielleicht sich auf jeden Fall stabilisiert hat und hoffentlich weiter stabilisieren wird. Und es ist ganz, ganz wichtig, um auf Ihre Frage zu kommen, wie sich das jetzt auf die Suizide auswirkt, was denn gemacht wird, um Suizidprävention zu machen. Das ist die zentrale Frage. Wir müssen verstehen, dass die Psyche anders heilt als wie körperliche Beschwerden. Das heißt, oft ist es eine verzögerte Heilung, eine, die länger dauert, eine langfristige Heilung, während die körperlichen Symptome oft schneller in den Griff zu bekommen sind. Warum man in dem Frühling diesen kleinen Peak sieht, das ist auch eine zentrale Frage schon seit langer Zeit und da gibt es unterschiedliche Antworten. Eine davon ist eine biologische, dass sich da auch hormonell einiges umändert im menschlichen Körper. Die andere ist eine soziale, soziologische, das ist die sogenannte gebrochene Versprechen-Hypothese. Da geht es darum, dass man sagt, wann im Jahreskreis ändert sich eigentlich wirklich was im Leben. Das ist eigentlich nicht, wenn man sich es genau anschaut, und ich lade Sie auch das einmal zu reflektieren, das ist eigentlich nicht Silvester, sondern es ist eigentlich wirklich im Frühling, wenn die Leute wieder beginnen, mehr draußen Zeit zu verbringen, wenn eine gewisse Freude da ist auf die Zeit, die kommt, der Urlaub. Und das ist eben auch eine Zeit, in der manche nicht mitkönnen mit dieser positiven Veränderung. Und das ist eben die versprochene Angelegenheit, die hier nicht eingelöst wird, laut dieser Hypothese. Und das könnte hier einen Beitrag leisten. Was bedeutet das jetzt für Covid? Das bedeutet natürlich, wenn wir hier in einer Phase sind, wo sich die Dinge bessern, und wir spüren das ja alle selbst auch, denke ich, dass eine gewisse Zuversicht im Ansteigen ist, sieht man ja auch bei Umfragen, dann ist die Gefahr, dass andere auf der Strecke bleiben. Auf der Strecke bleiben bedeutet, dass zum Beispiel Arbeitsmarktprogramme nicht ausreichend durchgeführt werden, jetzt in der Zeit, wo grundsätzlich eine Stabilisierung stattfindet, dass der Fokus von der Unterstützung wegkommt langsam und zum Beispiel keine psychosozialen Angebote weiter angeboten werden. Das wären Dinge, die dann eben wirklich eine Gefahr in sich tragen, dass die Suizide ansteigen. Und deswegen ist es ganz zentral, jetzt politische Maßnahmen zu treffen, um weiterhin zu ermöglichen, dass die hohe psychische Belastung, die sicherlich auch noch einige Zeit andauern wird für manche, die jetzt besonders stark betroffen sind, dass die weiterhin nicht auf die Suizide durchschlägt. Wie realistisch oder wie stark ist denn diese Sorge, dass sich zusätzlich zum alljährlichen 10% Anstieg im Frühling jetzt noch ein Anstieg bemerkbar macht, der eben mit dieser Aufbruchstimmung nach Covid zu tun hat, wo manche Menschen nicht mit können? Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, hier sich dessen bewusst zu sein, wie wichtig es ist, hier langfristig die Maßnahmen zu haben. Die Sorge ist, dass es diesen Anstieg geben könnte. Wir hatten allerdings diese Sorge in der internationalen Suizidforschungscommunity auch schon im März 2020. Es ist nicht so, dass wir wussten, dass es hier nicht zu diesem Anstieg kommt. Insofern vielleicht auch eine gewisse Zuversicht, dass es auch weiterhin möglich sein könnte. Aber eben unter der Bedingung, dass es eben auch entsprechende Maßnahmen weiter gibt, die eben bewirken, dass Menschen, die in einer Krise sind, die damit längerfristig zu kämpfen haben, psychosoziale Unterstützung bekommen und solche, die aus dem Arbeitsmarkt rausrutschen, rasch wieder in eine Arbeit kommen können. Da war Beschäftigung drin, da war psychosoziale Unterstützung drin. Kommen wir zu dieser zentralen Frage, wie verhindert man, dass Menschen sich das Leben nehmen wollen? Herr Mabo, Ihr Sohn hat Ihnen einen traurigen und schönen Auftrag gegeben, hat gesagt, Papa, schau drauf, dass niemand mehr so traurig wird, wie ich das geworden bin. Jetzt haben Sie auch schon erwähnt, Sie haben sich viele Gedanken gemacht, auch naturgemäß, wie kann man das verhindern, worauf muss man achten, was waren oder sind die Anzeichen? Was sind denn Ihre Antworten auf diese Fragen? Ich beginne da immer gern mit einem Bild. Wenn der Tobias gestolpert wäre und sich den Haxen gebrochen hätte, dann hätte niemand von uns eine Zehntelsekunde gezögert, ihn ins Unfallkrankenhaus zu bringen. Wenn aber jemand über Tage traurig ist, wenn jemand introvertiert ist, wenn jemand an sich zweifelt, dann nimmt kaum jemand von uns das Kind an die Hand und geht zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Hier braucht es einen Paradigmenwechsel im Selbstverständnis, der Gott sei Dank zwar im Gang ist,
und auch dank der Arbeit von Einrichtungen wie dem Thomas Niedergrottenthaler oder dem Kriseninterventionszentrum in Wien, wo man auf Krankenschein hingehen kann, wo man ohne Anmeldung hingehen kann, wo man immer Hilfe bekommt, auch bei der Telefonseelsorge übrigens 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aber neben diesen wichtigen Einrichtungen, die ja dann greifen, wenn schon viel passiert ist, sollten wir versuchen, die Kinder, die Angehörigen, die Verwandten da zu erreichen, wo einmal die Traurigkeit greift. Und über Traurigkeit viel essentieller nachdenken. Da gibt es dann ganz einfach natürlich das Gespräch innerhalb der Familie. Es hat sich noch niemand das Leben genommen, weil man gefragt hat, hast du suizidale Gedanken? Da geht es auch um einen Paradigmenwechsel mit Vorurteilen. Und da geht es auch darum, dass man Dinge offen anspricht und keine Angst hat, den anderen damit zu verletzen, sondern die Verantwortung wahrnimmt als Freundin, als liebevoller Verwandter, auch sich dem zu stellen und Solidarität zu zeigen. Es ist keine Schwäche, wenn man psychisch sich schlecht fühlt. Es ist eine Krankheit. Es ist doch auch keine Schwäche, wenn ich mich verkühl. Es ist doch auch keine Schwäche, wenn ich beim Skifahren mir den Haxen breche, um da noch einmal dabei zu bleiben. Da müssen wir endlich verstehen, dass psychische Gesundheit auch ein Teil unseres Wohlbefindens darstellt und dem sollten wir uns viel, viel entspannter nähern. Also es fängt sozusagen in der Familie an, beim Verständnis von nahen Verwandten, von Freundinnen. Sie haben erwähnt politische Maßnahmen. Was wäre das, was bräuchte es da, was braucht es da? Selbstverständlich muss gewährleistet werden, dass es für Menschen, die in einer Krisensituation sind, Herr Mabo hat schon das Kriseninterventionszentrum erwähnt, es gibt in ganz Österreich Kriseninterventionseinrichtungen für Menschen, die sich in einer Krisensituation befinden, dass da ein ausreichendes Angebot ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, wenn notwendig, eine psychiatrische Behandlung zu bekommen, eine psychotherapeutische Behandlung. Da ist noch enormer Aufholbedarf, auch was eine bezahlte, einigermaßen zeitnahe psychotherapeutische Behandlung angeht in Österreich. Auch Kinder-Jugendpsychiatrie war ja auch zuletzt viel in den Medien. Da gibt es viel Aufholbedarf. Da gibt es gerade jetzt auch viele Krisen unter ganz jungen Jugendlichen und Kindern und die müssen natürlich aufgefangen werden. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, in die psychosoziale Betreuung zu investieren und eben auch das, was der Herr Mabo gesagt hat vorhin, in einer Familie oder auch in einem beruflichen Kontext, wenn man den Eindruck hat, das Gegenüber könnte an Suizid denken, dass man danach fragt. Denn wenn nicht gefragt wird, dann besteht keine Möglichkeit, hier eine mögliche notwendige Behandlung überhaupt in die Wege zu leiten. Und wo man eine solche Behandlung bekommt, das findet man zum Beispiel heraus im österreichischen Suizidpräventionsportal. Das findet man auf www.suizid-prävention.gv.at. Da sind auch Hilfseinrichtungen aus ganz Österreich gelistet. Und für Jugendliche gibt es auch eine solche Seite, das wäre bittelebe.at. Also das ist das eine, die psychosoziale Betreuung. Damit ist es aber nicht getan. Wir wissen aus dem Public Health Bereich, dass Suizid ja ein wirklich umfassendes Phänomen ist, von vielen gesellschaftlichen Einflüssen abhängig ist, wie auch von individuellen Einflüssen. Und da geht es dann in weiterer Folge auch darum, wie eben umgegangen wird mit Arbeitslosigkeit. Gibt es eine ausreichende Arbeitslosenunterstützung? In Österreich hatten wir zum Beispiel im Rahmen der großen Wirtschaftskrise von 2008 keinen Anstieg der Suizide zu verzeichnen. Es hat sich lediglich die Entwicklung etwas abgeflacht. Wir haben ja seit 1987 schon einen Rückgang gehabt. Aber es ist nicht zu diesem Anstieg gekommen, wie global, zum Beispiel in den USA, ein Anstieg von 5%. Warum war das so? Das liegt daran, dass wir eine Arbeitslosenunterstützung hatten und dass auch nicht so viele Leute in eine Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind. Das heißt, von der Forschung wissen wir, dass diese Dinge, wie der Arbeitsmarkt organisiert sind, unheimlich wichtig sind für die Suizidprävention. Und das ist sicherlich der zweite große Ansatz, um weiterhin auch zu bewirken, dass die Suizide niedrig bleiben in dieser Krise. Und dann gibt es weitere Facetten, da gehört auch die Medienberichterstattung dazu.
Dazu kommen wir noch. Aber ich nehme mal die zwei großen Punkte mit, die Sie jetzt erwähnt haben. Das eine ist ein niederschwelliger, kostengünstiger oder im Idealfall kostenloser Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung. Und das andere ist eine existenzielle Sicherung, damit man sich nicht sorgen muss um Essen, Wohnung, so Schlafplatz. Es kommt vor einem Suizid oft das sogenannte präsuizidale Syndrom, also eine Phase, in der Betroffene den Gedanken fassen, aber noch nicht die Entscheidung, noch nicht den Entschluss gefasst haben, jetzt sich tatsächlich das Leben zu nehmen. Die meisten Menschen deuten das also irgendwie an, kündigen das irgendwie an. Herr Mabo, wie war das bei Ihnen? Naja, im Nachhinein gab es so eine Phase beim Tobias. Da hat er innerlich, glaube ich, schon mit sich abgeschlossen gehabt und dann sich in einer der Situation angepassten Form von uns verabschiedet. Da ist auch dieser Satz gefallen, wo er mich ganz innig umarmt hat und ich das falsch gedeutet habe, dass niemand mehr so traurig werden soll wie er. Ich habe da geglaubt, ja, er vertraut sich uns an, er lässt sich helfen, er nimmt unsere Angebote an und überwindet den Stolz. Wenn ich vielleicht kurz erwähnen darf, ich hadere mit drei Dingen und ich hadere nicht mit vielen Dingen. Aber ich hadere erstens, dass wir zu wenig wissen über Symptome, wie man psychische Probleme erkennen kann. Ich hadere aber auch mit unserem Rollenverständnis, das selbst bei jungen Menschen wie dem Tobias nach wie vor da ist, dass Männer alles selber lösen müssen. Wir haben ein Riesenproblem in der Selbstwahrnehmung von Männern, die ja auch leider die Hauptgruppe von Suiziden verstärkt betroffen sind. Ja. Betroffen sind. Das heißt, man ist zu stolz, um Hilfe zu bitten. Man glaubt, man muss es selber machen und man hält sich für einen Versager, wenn man das nicht schafft. Und das Dritte ist das gesellschaftliche Klima, in dem wir immer noch der Ansicht sind, dass Menschen, die nicht leistungsfähig sind, nicht dem Mehrheitsgeschmack entsprechen, in diesem Sinne nicht leistungsfähig sind, dass sie so sind, wie alle zu sein haben und dem Markt folgen und den kapitalistischen Ideen schöner werden, reicher werden, jünger werden, sondern sich dem widerstellen und versuchen, andere einzigartige Wege für ihr Leben zu gehen, dass die immer noch als Außenseiter betrachtet werden. Und die Qualität der Demokratie besteht aber im Schutz des Einzelnen und in der angstfreien Artikulationsmöglichkeit der Talente, die einen Menschen auszeichnen und nicht in der Anpassung eines kollektiven Geschmacks. Und das sind drei Dinge, die können wir angehen. Alle drei sind zu bewältigen. Und da spielen die Medien eine große Rolle, zu denen wir ja noch kommen werden. Genau, nehmen wir uns vielleicht einmal den Punkt vor, diese Scham darüber zu sprechen oder auch die Tatsache, dass man als Außenstehender vielleicht gar nicht weiß, was mit der Person gerade los ist. Sie haben es schon erwähnt, man soll Suizidgedanken, wenn man den Verdacht hat, offen ansprechen. Also es ist tatsächlich erwünscht, zu Menschen zu gehen und zu sagen, hast du Suizidgedanken? Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Aber wie erkenne ich das? Woran merke ich, dass jemand in meinem Umfeld diesen Gedanken möglicherweise hat? Da gibt es schon einige Hinweise oft und Herr Mabo hat ja auch darüber gesprochen. Es ist ein ganz großes Problem, dass die Hinweise oft indirekt sind. Das heißt, Erwin Ringel, der österreichische Psychiater, der ja auch das präsuizidale Syndrom gefunden hat, das international, global verwendet wird für die Diagnostik eigentlich bei Suizidalität, also was ganz Wichtiges, hat er da gefunden. Der hat gesagt, man muss für die Suizidprävention große Ohren haben und große Augen. Nun, was hat er denn damit gemeint? Er hat gemeint, dass eben diese Ankündigungen, wie sie oft stattfinden, wir wissen aus der Forschung, es sind 80% aller Menschen kündigen ihren Suizid auf die eine oder andere Weise an, aber eben nicht immer direkt, indem dann zum Beispiel gesagt wird, ich möchte mir das Leben nehmen, ich bringe mich um, ich habe eine Schusswaffe, die werde ich jetzt demnächst gebrauchen, sondern eben auf sehr indirekte Art und Weise. Zum Beispiel, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich wollte dich noch mal sehen, wir haben uns da vor 20 Jahren ja kennengelernt, kannst du dich noch erinnern? Oder wenn jemand alles fürs Begräbnis vorbereitet, oft über den Tod spricht, vorher das nicht gemacht hat, eine Lebensversicherung abschließt, oder sie finden, dass eine Person in ihrer Umgebung plötzlich anfängt, Tabletten zu sammeln. Ja? Also solche Momente, wo sie sich vielleicht denken, was ist denn da los? Aber dann eben nicht der Schritt oder auch nicht die Idee kommt, dass das jetzt Suizidalität bedeuten könnte. Da ist es ganz wichtig, auch wenn man unsicher ist, ob es denn das ist, nachzufragen. Was bedeutet denn das, dass du das jetzt so machst? Was steckt denn da dahinter? Nicht? Also
da genau hinzuhören und hinzuschauen, das ist ganz zentral. Ansonsten gibt es auch andere Hinweise, die uns auf Suizidalität aufmerksam machen können. Zum Beispiel, wenn sich Verhalten plötzlich radikal ändert. Wenn Leute, junge Menschen nicht mehr in die Schule gehen, plötzlich einen massiven Leistungsabfall haben, wenn massive Schlafprobleme bestehen. All das kann vieles bedeuten. Es kann auch Suizidalität bedeuten. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, im Zweifel nachfragen. Manchmal ist die Sorge, dass da dann irgendwie das irritiert aufgenommen wird, aber hier gibt es auch Forschung dazu, dass es die Beziehung stärkt. Also sogar wenn die Person sagt, nein, das wäre wirklich nichts für mich, dann stärkt das die Beziehung, weil man weiß, mit dieser Person könnte ich sogar über sowas reden, wenn es jemals wichtig werden würde. Also ganz wichtig ansprechen. Ich fasse zusammen, alles, was eine Verhaltensänderung ist, alles, was komisch vorkommt, alles, wo man sich denkt, das war so noch nie, lieber einmal mehr hinschauen, lieber einmal mehr nachfragen. Wir müssen in die Werbepause, danach wird es noch ganz stark um die gesellschaftspolitischen Themen gehen, die Sie bereits angesprochen haben, und auch um den medialen Aspekt. Bleiben Sie dran, wir machen gleich weiter. Herzlich willkommen zurück bei Moment mal. Wir haben heute ein sehr ernstes Thema, aber auch ein sehr wichtiges ausgesucht. Es geht um Suizide und darum, ob sich jetzt nach der Krise Menschen verstärkt das Leben nehmen könnten und vor allem darum, wie wir das verhindern. Im ersten Teil haben wir sehr stark darüber gesprochen, was man tun kann, wenn einem etwas im Umfeld auffällt. Und da war das Fazit, unbedingt ansprechen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Bei allem, was einem komisch vorkommt, jetzt wird es darum gehen, was können die Medien, was kann die Gesellschaft auch tun, um hier präventiv und verhindernd vorzubeugen. Herr Mabo, Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn Sie das Wort Selbstmord lesen, denn es beginnt ja schon damit, wie wir über dieses Phänomen sprechen, dann werden Sie wütend und traurig. Warum löst dieses Wort diese Gefühle in Ihnen aus? Ein Mensch, der so einsam ist und so traurig ist, dass er sich das Leben nimmt, den darf man in der Bearbeitung seines Schicksals und in der Schilderung seines Lebens nicht mit dem schlimmsten Verbrechen in Verbindung bringen, wozu ein Mensch fähig ist. Mein Sohn war kein Mörder. Und wir müssen hier sensibler mit der Sprache umgehen. Suizid ist ein passendes Wort. Er hat sich das Leben genommen. Aber bitte nicht den des schlimmsten Gewaltverbrechens und der mutwilligen Zerstörung eines anderen Lebens bezichtigen. Und damit beginnt es. Es beginnt, dass wir über die Berichterstattung von psychischen Krankheiten und Suizidalität zu wenig wissen und zu wenig nachdenken. Man muss sich nur vorstellen, dass der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin 8 bis 10 Stunden am Tag mit Medien zu tun haben. Und selbstverständlich auch betroffene Menschen und auch hinterbliebene Menschen. Und jetzt finden sie aus einer gut gemeinten Idee, weil man sich nicht auskennt, in den Medien nichts zu dem Thema, das sie am meisten beschäftigt. Nämlich die Sinnsuche oder die Sinnlosigkeit oder Hilfsangebote oder die Art und Weise, was könnte das Leben noch in meiner Orientierung wieder in Ordnung bringen. Und wir haben hier aus einer Unwissenheit heraus einen Brandbeschleuniger. Die Menschen ziehen sich zurück, gehen nicht in den Biergarten, gehen nicht ins Schwimmbad und widmen sich dem Konsum von Nachrichten. Und dort kommt ihr Problem wieder nicht vor. Das haben wir zu ändern. Und da haben wir Journalistinnen und Journalisten eine große Aufgabe. Und ich bin Ihnen auch dankbar, dass wir hier darüber reden dürfen. Weil genau darum geht es, Hemmschwellen zu verringern. Zu sagen, wenn wir über einen Suizid berichten, dann reden wir doch bitte nicht nur über den Tag des Todes. Reden wir doch über das volle Leben, das davor passiert ist. Fotografieren wir nicht Angehörige? Wie kommen wir dazu, so Intimität zu verletzen? Sperren wir selbstverständlich die Kommentarfunktionen unter einem Suizid, weil das ist nichts, wozu man sich in der Cloud zu unterhalten hat. Denken wir darüber nach, wie wir Hinterbliebene betreuen und was wir anderen für einen Rat geben können, wie man auf Hinterbliebene zugeht. Dazu könnten die Medien dienen. Also Sie sagen auf jeden Fall darüber sprechen. Es ist wichtig, dass Informationen da sind, aber mit den richtigen Worten, mit auf die richtige Art und Weise. Sie haben geforscht, Herr Dr. Niederkrotenthaler, nicht nur zum Werther-Effekt, den man ja schon länger kennt, wo es darum geht, dass unsensible Berichterstattung über Suizide Nachahmungshandlungen nach sich ziehen können, sondern auch zum Papageno-Effekt, wo es darum geht, dass wenn man die richtigen Geschichten sozusagen zu Lebenskrisen, zu psychischer Gesundheit, zu Suizidalität erzählt, dann kann man durchaus auch diese Taten und Handlungen verhindern. Wie muss man denn die Geschichte eines Suizides erzählen oder die Geschichte einer Lebenskrise erzählen,
damit es einen positiven Effekt hat, damit man möglicherweise andere Menschen davon abhält? Es ist extrem wichtig, dieser Beitrag, den Medien hier leisten können, wenn andere Menschen darüber erzählen, wie sie selber mit Schwierigkeiten umgegangen sind, wo zum Beispiel auch Suizidgedanken da waren, wo vielleicht ein Suizidversuch gemacht wurde oder mit der Situation, dass man jemanden verloren hat durch Suizid, wie man damit umgehen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Vorlage für andere Menschen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Krisensituation befinden. Also es geht hier um ein Storytelling, also um ein Geschichtenerzählen von persönlichen Geschichten, mit denen man sich identifizieren kann. Wir sehen das ganz deutlich, dass diese Effekte, diese positiven Effekte von solchen Geschichten davon abhängig sind, ob man sich mit dieser Geschichte identifizieren kann. Jetzt kann sich natürlich nicht jeder mit der gleichen Geschichte identifizieren, nicht die Lebenssituationen sind verschieden. Also gilt es, möglichst viele Geschichten zu haben, wo also Menschen erzählen, wie sie mit ihren unterschiedlicherweise ihre Krisen bewältigt haben. Und da sehen wir ganz deutlich, eben im Gegensatz zum Werteeffekt, dass es hier zu einer Reduktion der Suizide kommt und dass das besonders stark ausgeprägt zu sein scheint bei jenen, die gerade in einer persönlichen Krise drinnen sind, wo sich dann nachweislich die Suizidalität verringert. Das heißt, es gibt hier kein vorgegebenes Rezept. Es geht darum, die Bewältigung in den Vordergrund zu stellen, wie die Person konstruktiv damit umgehen konnte, gleichzeitig aber auch nicht zu verniedlichen, die Schwierigkeiten, die da waren. Und wenn das gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Papageno-Effekts groß. Also positive Geschichten erzählen, Geschichten auch erzählen, die zeigen, wie Menschen Dinge überwunden haben, Schwierigkeiten überwunden haben. Wir haben jetzt schon mehrfach auch das Thema gehabt, Gesellschaftspolitik, politische Maßnahmen, die über die psychische Gesundheitsversorgung hinausgehen, sondern eben auch Dinge wie der Arbeitsmarkt, existenzsichernde Maßnahmen etc. Das ist ein Thema, das Sie in Ihrem Buch auch mehrfach aufgreifen, sozusagen zu sagen, das ist nicht nur ein Thema der psychischen Gesundheit, das ist auch tatsächlich ein politisches Thema. Warum sehen Sie das so? Weil ich mir wünschen würde, dass wir an einer Gesellschaft arbeiten, in der es in der Schule schon darum geht, dass wir nicht die Schwächen abprüfen, sondern die Talente der Menschen fördern. Dass wir an einer Gesellschaft arbeiten, wo wir diese Phase des bedingungslosen Versorgtwerdens der Kindheit und dann später in der Pension auch auf den Rest des Lebens ausdehnen. Stellen Sie sich vor, wie viel Fantasie da erblühen könnte, wenn die Menschen ihr Ehrenamt machen können, ohne dass sie Sorge haben, ob sie sich das leisten können. Wo Menschen nicht die Woche überarbeiten müssten, um dann einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen, sondern wo wir durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, auf das wir uns verständigen, Menschen wie dem Tobias das Leben retten, einerseits, und andererseits seine Talente zur Entfaltung bringen lassen können. Das ist ein Aspekt. Aber mir war noch wichtig zu sagen, dass es in den Schilderungen, wie der Thomas Niedergrottenthaler das gerade beschrieben hat, von Suizidfällen, auch etwas gibt, und das ist: Bitte öffnen Sie sich, wenn Sie in der Verwandtschaft oder in der Nähe jemanden verloren haben. Bei mir ist ein Phänomen entstanden, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Nach dem ersten Artikel, den ich geschrieben habe, kamen täglich mehrere Menschen auf mich zu, die gesagt haben: Mein Vater hat sich das Leben genommen, meine Schwester hat es versucht, mein Onkel ist da und da aus den und den Gründen verstorben. Aber bitte sag's niemandem. Und man stelle sich vor, da hast du als Mensch schon dieses schreckliche Unglück zu bewältigen, dass du einen nahen Menschen verloren hast und ja nicht weißt, wie du vielleicht sogar etwas hättest helfen können. Du hast schreckliche Probleme, bist in einer ähnlichen psychischen Verfassung wie die Betroffenen. Und dann brauchst du auch noch die Energie, um den Sachverhalt zu verheimlichen. Das ist so, wie wenn man auf einem See mit nur einer Hand schwimmen würde, wenn man die ganze Zeit mit der anderen Hand einen Luftballon unter Wasser halten muss. Und echt, es ist doch nichts dabei, wenn ich das markiere und ausspreche, was passiert ist, weil es denkt sich die Umwelt ja eh. Und dementsprechend muss man auch viel offener sagen: Ja, mein Vater hat sich das Leben genommen. Er hat es nicht ertragen, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Er hat keinen Sinn mehr gefunden im Leben und ich bin wahnsinnig traurig drüber. Und hätte ich nur was tun können. Und niemand wird deshalb einen Menschen dann anders behandeln oder minder schätzen. Nein, wir müssen da endlich drüber kommen. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist ja allgemein in der psychischen Gesundheit so. Sie haben es ja schon gesagt, es würde sich niemand dafür schämen, wenn man sich den Fuß brechen würde beim Skifahren. Aber das ist ja allgemein so stigmabehaftet, dass wenn man dann an die Öffentlichkeit damit geht oder darüber spricht.
Sie haben auch vorher zu mir gesagt, Sie möchten unbedingt darüber sprechen und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir haben darüber gesprochen, was man tut, wenn man im Umfeld merkt, da ist jemand, der Gedanken hat, der sich Gedanken darüber macht, der möglicherweise in Erwägung zieht, sich das Leben zu nehmen. Was tut man denn, wenn der schreckliche Fall eingetreten ist und es ist bereits passiert? Wie geht man mit den Hinterbliebenen um? Was ist da wichtig? Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Momente, wo andere signalisiert haben, dass sie da sind, die einzigen Momente waren, wo man wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Das heißt, bitte schreiben Sie eine Kondolenzkarte, schreiben Sie ein E-Mail. Und am besten, und da erzähle ich so gern von meinem Onkel Peter, unterstützen Sie die Betroffenen mit handfesten Dingen. Der hat uns jeden Tag eine Suppe vor die Tür gestellt, in einer Mineralwasserplastikflasche abgefüllt. Und diese Geste, die hat ja viel mehr ausgedrückt. Der hat gesagt, ich bin für dich da, ich nehme mir Zeit für dich, ich habe extra gekocht, aber nicht als Bedingung, dass wir ihm jetzt dankbar sein müssen, sondern ich will nur signalisieren, ich denke die ganze Zeit an euch und ihr müsst was essen. Weil ganz konkret, nach so einem Fall brauchst du unbedingt medizinische Hilfe, du brauchst selbst eine Therapie, darfst ja nicht glauben, du kannst damit zur Rande kommen, dass du ein Kind verlierst. Man stelle sich nur vor, man weiß vom Kind jetzt nicht nur den Geburtstag, sondern auch den Todestag. Ich glaube, da erschaudert es einfach jeden Menschen und du kriegst da Ganserlhaut und du kannst nicht mehr schlafen. Das heißt, du brauchst schwere Schlafmittel die ersten Tage, das muss dir selbstverständlich ein Arzt verschreiben und darf man nicht selber dosieren. Du brauchst nachher Psychotherapie und ich bin ein großer Freund von einer Akzeptanz von Medikamenten, die dir helfen, das Leben, wenn du psychisch belastet bist, zu bewerkstelligen. Immer nur mit der Zusammenarbeit mit Ärzten natürlich. Also auch da einfach ähnlich wie bei Menschen, die sich darüber Gedanken machen, ein Dasein. Ein Dasein, ein Sagen, ich bin hier, wenn du was brauchst, ich genau. Und das signalisieren. Und stellen Sie sich den umgekehrten Fall vor. Ich habe zwei Freunde, die haben sich nicht gemeldet. Die können bis heute nicht mit mir reden, weil sie sich damals nicht gemeldet haben. Also auf jeden Fall unbedingt melden, ganz wichtig. Ich möchte noch auch zum Gesellschaftsthema nochmal den größeren Blick wagen, denn Suizide sind ja in Österreich tatsächlich seit den 80ern rückläufig. Das heißt, bei allen gesellschaftspolitischen Themen, bei allen Arbeitsmarkt- und Grundeinkommen-Themen müssen wir ja auch irgendetwas richtig gemacht haben in Österreich. Was haben wir denn in der Zeit richtig gemacht, damit die Suizide so zurückgegangen sind und wo wir noch mehr tun können, haben wir jetzt eh schon besprochen. Aber was haben wir richtig gemacht? Um das kurz noch den Einblick zu geben, also wir sehen hier wirklich einen beeindruckenden Rückgang der Suizide in Österreich seit dem Jahr 1987. Nach dem Krieg ist das kontinuierlich hochgegangen bis 1986 und dann seither, mit Ausnahme dieser Wirtschaftskrise 2008, wo es stagniert ist, um mehr als 50% zurückgegangen. Das heißt, wir sind heute bei weniger als 1100 Suiziden im Jahr in Österreich und wir waren bei mehr als 2300. Das ist ein Rückgang, der ist schon sehr besonders, den sieht man bei anderen Todesursachen in der Regel nicht annähernd so groß. Was haben wir richtig gemacht? Nun, es ist ein Faktum, dass in den 90er Jahren vor allem psychosoziale Betreuungsangebote, vor allem ambulante Angebote, Stichwort Krisenintervention, ausgebaut worden sind in Österreich. Und das wird hier wohl einen sehr starken Effekt gehabt haben über die Zeit. Wir sehen hier auch, dass es primär in den Städten die massivsten Reduktionen gab an Suiziden, am Land auch, aber deutlich weniger. Das hängt auch wieder mit der psychosozialen Betreuung zusammen, denn wir wissen ja, am Land gibt es oft heutzutage auch einen Hausärztemangel. Das heißt, da ist die Betreuung teilweise sogar noch schlechter geworden. In der Stadt ist das ausgebaut worden. Also das dürfte ein wesentlicher Faktor sein. Ein anderer ist die veränderte Medienberichterstattung. Ich habe bei mir am Institut also viele Beispiele von Suizidartikeln aus den 80er Jahren. Das kann man sich teilweise hier gar nicht mehr vorstellen. Das sind Titelseitenberichte, wo ganz sensationsträchtig nur über die Methode gesprochen wird, sehr vereinfachte Gründe für den Suizid gesucht werden und der Suizid als was ganz Spektakuläres dargestellt wird. Das hat sich mit Einführung der Medienempfehlungen zur Berichterstattung deutlich verbessert in Österreich und auch in anderen Ländern. Und das dürfte ja auch einen Effekt gehabt haben. Und drittens, wir haben seit den 90er Jahren ein doch schärferes Schusswaffengesetz. Österreichs Schusswaffengesetz war bis in die Jahre 1997, 98 relativ liberal. Das heißt, es war sehr einfach, eine Schusswaffe zu
kaufen. Das wurde dann etwas erschwert. Man hat auch gesehen, dass die Schusswaffenlizenzen zurückgingen und es gingen dann auch die Suizide zurück. Das heißt, das ist vielleicht, wenn man das zum ersten Mal hört, verwunderlich. Warum hat denn das einen Effekt? Wenn man sich das Leben nehmen will, dann macht man es doch eh irgendwie. Nein, so ist es nicht. Es gibt ganz klare Evidenz, also Hinweise aus der Wissenschaft, dass das einen deutlichen Effekt hat, dass man eben auch auf die Suizidmittel schauen muss. Also da haben wir viele Verbesserungen gesehen und das wird diesen Rückgang auch mitbedingt haben. Und diesen Weg gilt es weiterzugehen und jetzt gerade im Sinn der Krise besonders den Arbeitsmarkt im Fokus zu haben und auch die psychosoziale Betreuung. Also auch da wieder die großen Punkte, die herauskommen, sind eben diese Qualität der psychosozialen Betreuung und natürlich auch die Rolle der Medien. Herr Mabo, Sie haben heute schon erwähnt, auch hier, dass es besonders wichtig ist, auch bei der Berichterstattung eben nicht das Leben von Personen nur auf die Art ihres Todes zu reduzieren, sondern eben auch das nicht als einziges Merkmal übrig zu lassen, sondern auch das Leben in den Fokus zu stellen und die Person. Sie haben es erwähnt, Ihr Sohn Tobias war Künstler, hat unter anderem auch Musik gemacht. Er hat ein Lied geschrieben, Jahre vor seinem Tod, den einsamen Astronauten, und hat dann, ein Schulfreund von ihm hat dann nach seinem Tod ein Video dazu gestaltet und da waren sie so freundlich und haben mir das zukommen lassen. Da sieht man Freunde von Tobias, die den Text im Playback singen. Das möchten wir ihm zu Ehren jetzt gerne kurz einblenden. Wenn man ein Ziel hat, einen Traum, den man nicht aufgibt, die nötige Ansicht, die Kraft, die dich hinaufbringt, eine Macht, die den Zaun bricht, die Stimme, die sagt, trau dich, dann weiß denn ich, was Vertrauen ist und du betrittst ein Raumschiff und dann steigst du empor, immer weiter nach vorn und du kommst wesentlich höher als mit der Leiter des Zorns an all den Vögeln vorbei, für die es früher Respekt gab, an all den Blöden vorbei, die nicht von ihrem Tun gecheckt haben, ein sicherer Kurs, ein grenzenloser Weg, der in das Endlose geht und die Ränder noch dehnt, die Freiheit vergrößert. Die Weisheit vergrößert durch den geschaffenen Platz. Deinen Lifestyle so schön macht, du schwebst in der Ferne. Du lebst hier so gerne, du sehnst dich nach Sternen. Drum verschmähst du die Erde, verlässt die Atmosphäre, weil es hier keine Wolken gibt, weil es hier keine Folter gibt, kein Regen, der das Volk vergiftet. Komm mit mir, folge mir ins All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es zeitlos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, dem einsamen Astronaut. Komm mit mir, folge mir ins All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es zeitlos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, dem einsamen Astronaut. Ja, vielen Dank, dass Sie dieses Stück auch mit uns geteilt haben, dass wir das hier auch teilen durften. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf die wichtigsten Punkte zurückkommen. Auch punkto Prävention, wir haben schon viel darüber gesprochen. Die großen politischen Themen, die werden wir nicht von heute auf morgen lösen, aber wir haben schon viel darüber gesprochen, was man auch im Kleinen tun kann. Ich möchte zum Schluss vielleicht noch einen Mythos aufgreifen, der, glaube ich, besonders schädlich ist, nämlich dieser Mythos von, und der sich auch besonders hartnäckig hält, dieser Mythos von, wer darüber spricht, der macht's eh nicht. Hat denn Tobias explizit jemals darüber gesprochen mit Ihnen? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht oder hoffentlich hätte ich das dann ernster genommen. Aber dieser einsame Astronaut, den wir gerade gehört haben, da könnte man ja interpretieren, dass der Text suizidalen Charakter hat. Im Nachhinein liest man das ja auch drin. Das war 10 Jahre vor seinem Tod. Hätte ich darauf reagieren müssen? Wissen Sie, ich glaube, als Elternteil ist man nicht schuld am Tod eines Kindes und das ist ganz wichtig, dass man sich auch nicht damit quält. Aber man trägt selbstverständlich Verantwortung. Und diese Signale zu deuten, wenn ich so einen Text höre und so einen lese, dann sollte ich eben nicht nur stolz sein, was für einen kreativen Burschen ich da habe, der selber Lieder schreibt und komponiert und Texte zusammenbringt, sondern dann muss ich über den Inhalt auch kritisch nachdenken. Und das sind zum Beispiel so kleine Zeichen, wo ich sicher was besser hätte machen können. Und das Zweite, was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, ich darf nie zornig sein, wenn das Kind nicht so ist, wie ich glaube, dass es sein könnte. Und ich darf auch nicht nach dem Tod zornig sein auf das Kind. Ich weiß, dass es vielen Angehörigen so geht, dass sie sich nachher fragen, wie hat er mir das antun können oder Ähnliches. Ich bitte Sie wirklich, nein, darum geht es in dem Moment nicht. Diese armen Menschen können nicht sozial empfinden in dem Augenblick, in dem sie sich das Leben nehmen. Und niemals will jemand, der Suizid begeht, dem anderen was
zu Leide tun. Und ganz wichtig ist auch, dass man sich einfach keine Vorwürfe oder nicht die Schuld bei sich selber sucht, weil es ist niemand schuld. Aber wie ist denn das statistisch oder im Allgemeinen? Stimmt das denn, dass, was man im Volksmund so sagt, naja, wer es ankündigt, der sucht Aufmerksamkeit, der sucht Hilfe, aber der macht es dann eh nicht? Es ist einer der wichtigsten Risikofaktoren. Und die Frage ist eigentlich, warum hält sich dieser Mythos so sehr in der Gesellschaft? Nun, das eine ist natürlich, nicht jeder, der über Suizid spricht, macht dann Suizid. Aber die Frage ist ja, wer hat das höhere Risiko? Und das ist sehr wohl so, dass Leute, die immer wieder das thematisieren, vielleicht auch einen Suizidversuch machen. Das kann auch ein Suizidversuch sein, der bei weitem nicht letal ist. Das ist immer wichtig, das ernst zu nehmen, denn in weiterer Folge ist hier auf jeden Fall ein Suizidrisiko. Und ich möchte noch mal betonen, was Herr Mabo gesagt hat, wichtig in Kontakt zu treten, wichtig nachzufragen. Und wenn man selbst überfordert ist mit dem Nachfragen, auch das ist natürlich, dann kann man sich Selbsthilfe suchen, zum Beispiel im Kriseninterventionszentrum in Wien oder auch bei äquivalenten Einrichtungen in ganz Österreich. Also ganz, ganz wichtig, dieses Gesprächsangebot, wenn Zorn oder dergleichen da sind nach einem Suizid, auch ganz natürlich das durchzuarbeiten, das ist ganz, ganz zentral und sich dafür professionelle Hilfe zu holen. Also unbedingt in jedem Fall Hilfe holen. Was kann ich denn tun, wenn ich selber merke, mir geht's nicht gut, ich sehe keinen Sinn mehr, es kommt das Gefühl hoch, dass die Welt vielleicht eine bessere wäre ohne mich oder dass ich nicht ganz reinpasse, ich aber noch irgendwie die Präsenz habe oder zu sagen, das ist nicht gesund. Wie gehe ich damit um, wenn es mich selber betrifft? Die eine Sache ist sicherlich, sich einmal nachzudenken, was ist in meinem Leben gerade los? Wie sind da meine Suizidgedanken? Drängen sich die auf? Sind die schon sehr konkret? In diesen Fällen ist das auch wirklich eine Suizidgefahr. Da ist dann auf jeden Fall wichtig, dass man sich Hilfe holt. Wenn es einfach so ist, dass man sich das mal denkt, ja, wenn das eine und das andere passiert und das auch noch, dann könnte es sein, dass Suizid das Einzige ist, was mir bleibt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich am nächsten Tag zu fragen, na, wie schaut es denn heute aus? Aha, heute ist besser. Was war denn da gestern los? Vielleicht kann ich das in Zukunft anders machen. Also es ist nicht notwendig, bei jedem Suizidgedanken im Sinn von Gedanken an Suizid in Panik zu verfallen. Aber wichtig ist es, wenn sich das konkretisiert oder aufdrängt, dass man sich dann ganz bestimmt professionelle Hilfe suchen soll, auch dann, wenn man mit professioneller Hilfe vielleicht schon in der Vergangenheit einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dem nochmal eine Chance zu geben. Das ist ganz, ganz wichtig und viele Menschen bewältigen dann ihre Krisen auf diese Weise und medial ist es ganz wichtig, auch diese Bewältigung auch zu zeigen, die so verbreitet ist, aber so wenig medial repräsentiert ist. Kommen immer wieder auf dieselben Punkte zurück, nämlich psychosoziale Betreuung muss einerseits zugänglich sein, niederschwellig und andererseits muss das Stigma wegkommen, damit sie auch in Anspruch genommen wird. Bitte. Ich hätte noch einen Gedanken zu dem, was Sie gefragt haben, diese Orientierungssuche. Wir leben in einer Zeit, in der haben wir die großen werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Die Kirchen, die Parteien, die Weltanschauungen haben nicht mehr diese Relevanz. Das ist ein leerer Raum. Trotzdem möchte ich alle Menschen einladen. Lassen Sie zu, was Sie sich in Ihrem tiefsten Inneren wünschen. Hoffnung darf sein. Ich darf darauf hoffen, dass ich einen Verstorbenen vielleicht wieder einmal sehe. Und ich muss nicht denken, dass alles zu Ende ist. Ich sage immer, mir hat noch niemand bewiesen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und ich möchte diesen Buben wiedersehen. Und das hält mich jetzt auch am Leben. Und ich wüsste nicht, warum ich mich damit auseinandersetzen soll, dass ich diese Hoffnung mir verweigere. Und das gilt, glaube ich, für Betroffene in ähnlichem Maß. Also Hoffnung als ganz, ganz zentraler Punkt auch. Ich möchte Ihnen gerne auch die Abschlussworte überlassen. Sie haben das Schlimmste erlebt, was einem als Elternteil zustoßen kann. Was würden Sie den anderen Eltern ganz unabhängig oder werdenden Eltern oder Menschen, die vielleicht mal Eltern werden wollen, mitgeben zu diesem Thema? Ich glaube, dass es mir gar nicht so viel anders geht als anderen Eltern. Denn wir alle erleben mit unseren Kindern Momente, die unwiederbringlich vorbei sind. Erinnern Sie sich an die ersten Schritte Ihres Kindes oder als der Bub oder das Mädel Fahrradfahren gelernt hat. Das sind Dinge, die kann man auch nie wieder erleben. Und so bemühe ich mich, das Leben des Tobias einzuordnen. Als eine schöne gemeinsame Zeit, als etwas, was uns geschenkt war. Und jetzt habe ich auch noch das Glück, dass es ein so volles Leben war, das er gelebt hat, mit so viel Kommunikation, mit Bildern, mit Liedern, mit Gedanken, mit Texten von ihm, dass ich mich weiter aktiv mit ihm auseinandersetzen kann. Und das hat sicher jeder Vater und jede Mutter mit ihrem Kind. Und umgekehrt auch mit den Eltern, falls die Eltern die sind, die sich das Leben genommen haben. Glauben Sie an das, dass es weiter eine Kommunikation gibt,
dass es weiter die Möglichkeit gibt, sich mit den Gedanken und dem Wesen des Verstorbenen auseinanderzusetzen. Vielen herzlichen Dank, Herr Mabo, vor allem, dass Sie auch die Geschichte hier mit uns geteilt haben. Danke, Herr Dr. Niederkrotenthaler, dass Sie Ihre Expertise da beigetragen haben, dass Sie einordnen geholfen haben. Und bei Ihnen bedanke ich mich an dieser Stelle selbstverständlich auch sehr herzlich, wie jede Woche. Danke fürs Reinschalten, danke fürs Zusehen. Boom, 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 boom.